Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele den Weihnachtsmann. Ich spiele den Clown im Weihnachtsmannkostüm. Das ist heute mein Feiertags-Special für euch und deswegen spiele ich den Clown und prüfe, ob die Survivor denn noch alle artig waren. Da drüben sind die Krähen hochgeflogen. Das heißt, ich kann da mal gucken gehen. Ich habe die von hier hinten nicht auslösen können. Das heißt, da ist schon der erste. Und ich habe hier gerade ein bisschen Trubel im Hintergrund. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen Musik hier drunter spielen oder so, wenn die Runde gut wird. Tut mir leid, falls ihr das mitbekommt. Ich habe hier einen Schrank gehört. Da ist jemand in den Schrank gegangen, aber ich glaube, es war eher unten. Hat er es echt gemacht? Oh ja, hallo Dwight. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Anscheinend warst du nicht artig. Du hast nicht an einem Gen gearbeitet, sondern dich in einem. Hallo David. Geh an Gen arbeiten, los. Gut, du kommst an den Sonnenhaken. Denn Dwights müssen ja auch in Schränken sein. Also machen wir das Beste draus hier. Hier müsste David sein. Mit Barbecue habe ich niemanden gesehen. Aber er hat sich nicht im Schneemann versteckt. Schade. Und da hinten läuft Tüftler. Lass die Finger von meinen Gents. Oder nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz einig, was meine Aufgabe hier ist als Weihnachtsmann-Clown. Sie wollte noch weiter durchziehen. Und sie gönnt mir ein paar Weihnachtskracher. Vielen Dank, liebe Feng. Da habe ich jetzt Pop draufgehauen. Das heißt, falls sie da wieder dran geht, würde Tüftler wieder aktiv werden und würde mich warnen, bevor der Gen angeht. Geht sie verletzt runter? Nee, sie ist hier, glaube ich, lang. Da wurde gerettet, aber ich wollte gar nicht wieder runter. Sie ist da hinten, Supi. Ich bin mit den Flaschen noch nicht so geübt. Ich habe meine erste Runde auf RPD ja mal hochgeladen. Sie ist nicht so gut gelaufen. Aber zumindest ist sie nicht verletzt runter in den Keller gegangen. Und rauf an den wunderschönen geschmückten Haken mit dir. Dwight steht noch im Keller. Oh je. Was ist denn mit Dwight? Kleiner Baby Dwight. Den lege ich mal einmal hin kurz. Und dann lasse ich den liegen. Damit er weiß, dass ich ihn gesehen habe. Und dass man nicht im Keller bleibt. So kriege ich meinen Pop noch auf den Gen da hinten, auf dem jetzt Tüftler ist. Wird wahrscheinlich knapp werden. Da vorne ist noch niemand wieder dran. Einer liegt, einer ist am Haken. Ich werfe mal schon mal, damit die wissen, dass ich komme. Hallo, ich wollte hier einmal Pop drauf machen. Vielen Dank. Hä? Da hat er eine Palette gezogen. Ich hatte ihn völlig aus den Augen verloren, aber es soll mir recht sein. Und da hat der Gen geknallt, okay. Aber er läuft hier lang. Wieder nicht in den Schneemann, hätte ich jetzt gedacht. Und er läuft rüber, um Feng zu retten, glaube ich. Sieht so aus. Ich mache mal hier mit Bambusel das Fenster zu und dann lebe ich sie mal hin. Oh, es ist ein Slugging-Fest. Tut mir echt leid. Eigentlich wollte ich total fair und lieb spielen. Aber ich bin halt ein Killer. Ich bin ein Clown. Und wenn die Survivor hier sich gegenseitig so abpflücken und dann stehen bleiben, hier wird sich geheilt. Zack. Da ist der David. Ah, das ist der Dwight, der hier hochgekrochen ist. Ja, okay, das tut mir natürlich leid. Oh, hier ist er gar nicht lang. Wo ist er lang? Nach oben. Okay. Gut, hier lang. Ah ja, der macht das ganz gut. Der passt gut auf. Der guckt gut, wo ich langlaufe. Und zieht einen Dead Heart. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, obwohl es ein David ist, ne? Ja. Aber gleich habe ich ihn. Weil er hängen geblieben ist. Ich fühle das total. David, da vorne heilen die sich direkt neben mir. Leute, weg da. Ich bin ein böser Killer. Auch wenn ich wie der Weihnachtsmann aussehe, ich bringe hier heute keine Geschenke. Denn ich richte, wer gut und böse ist. Und wer entkommt, der war anscheinend gut. Irgendwie so. Vielleicht schenke ich auch dem Letzten die Luke. Mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall den Clown spielen. Weil das Kostüm ist doch schon ziemlich witzig, weil es mit Barbecue sehe ich wieder niemanden. Aber die waren ja auch alle hier. Hier ist jemand hochgegangen und hustet hier wie wild rum. Das ist wieder Feng. Feng, warum läuft sie denn in den Keller? Nein, Feng, nicht in den Keller. Jetzt habe ich die weggekrabbelt auch noch. Das macht man einfach nicht. Das war ganz böse. Mann, ey. Was eine Runde. Es tut mir schon fast leid, aber was soll ich machen? Ich hau mal hier meinen Pop drauf. Ich kann ja nicht weggucken, wenn sie jetzt hier in den Keller verletzt rennt.
Tut mir wirklich leid. Naja. Tüftler. Tüftler ist aktiv. Mal gucken, ob sie überraschen kann. Wow, da war sie. Oh, das war knapp. Ich habe gar keinen Pop mehr, weil ich das vorne auf den Gen gemacht habe. Es wäre hier ganz cool gewesen. Wo läuft sie lang? Gar nicht zum Steg, sondern Richtung Haken. Ich habe sie verloren. Jagdmusik ist wieder gestartet, aber ich sehe sie gar nicht. Machen die Killer das hier im Sumpf? Das ist ja richtig doof mit den Kratzspuren. Man kann halt die Fußstapfen ganz gut hören. Oh, da ist Dwight wieder. Hallo, Dwight. Hallo. Oh Mann, ey. Spielt er ohne Kopfhörer und ohne Ton? Ich mach mal hier eben meinen Pop drauf. Ach, ich wollte das da hinten drauf machen. Ach ja. Ich bin noch am Üben mit dem lieben Weihnachtsclown. Und nutze wird die Flaschen, glaube ich, noch nicht so gut, wie ich es tun könnte. Hallo, Feng. Tüftler war nicht aktiv. Warum ist sie nicht weggelaufen? Sie wollte eben noch durchziehen wahrscheinlich. Oder man weiß es nicht. Aber jetzt kann ich ihr Pop hier auf den Gen vorne setzen. Und du kommst wieder hier an den wunderschön geschmückten Haken. Ich wünsche dir schöne Feiertage und hoffe, dass die nächste Runde besser wird. Die haben noch keinen einzigen Gen geschafft. Es tut mir schon wirklich leid. Aber ja, das Matchmaking ist halt außer Rand und Band. Und ich habe den Clown halt auch, wie gesagt, noch nicht viel gespielt. Ich nutze ja meine Fähigkeit auch kaum. Aber die nutzen ihre Fähigkeit des Laufens ja auch kaum. Oh, mach mal Kracher. Danke, Dwight. Weihnachtsböller für mich. Gut, dann bleibst du liegen, kriegst noch eine Chance von mir. Und ich gehe mal hier oben gucken. Da sind die zu zweit dran. Mac hat den Skillcheck vermasselt und hat nicht nach hinten geguckt. Und die habe ich hier gut mit Tüftler überrascht, denke ich. Tüftler gibt mir eine Benachrichtigung, wenn der Gen auf 70% ist. Und nimmt mir meinen Terrorradius weg. Also die Überlebenden hören nicht, dass mein Terrorradius, dass ich komme. Die hören mich halt nicht kommen. Und Pop, damit kann ich 25% des Gens. Pfeff. zurücktreten, nachdem ich jemanden aufgehangen habe, für 45 Sekunden. Dann habe ich beim Buse mit Pop gemeinsam. Okay, jetzt hänge ich ihn auf. Also der ist mir so doof reingelaufen hier. Irgendwann ist auch okay, denke ich. Frohe Feiertage, ich hoffe, deine nächste Runde wird besser. Dann rennt sie mir rein, geht an die Kiste. Ich glaube, dass das alles ziemlich Anfänger sind. Ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ich wollte auch nett spielen und hier mir mit den Schneemännern ein bisschen Spaß erlauben. Ich glaube, ich schenke jetzt dem David die Luke. Der hat am besten gespielt. Der ist hier lang der ist mir entgegengerannt und tanzt für mich. Geh sie abhängen. Los, sei ein guter Junge. Sei ein guter Junge, habe ich gesagt. Okay, dem schenke ich nicht die Luke. Und zwar nicht wegen des kleinen Tänzchens, sondern er hätte sie ja einfach nochmal abhängen können. Also ich kann es verstehen, wenn er sagt, er gibt auf, 5 Gens, 2 Leute, klappt nicht. Ich habe die gelbe Fähigkeit gar nicht genutzt gehabt, ne? Aber er hätte sie halt einfach abhängen können. Das ist doch total unkollegial jetzt noch gewesen. Und dann sich da hinzustellen und zu sagen, nee, ich mache hier gar nichts mehr. Weiß ich nicht. Dafür gibt's keine Luke. Du kriegst ein paar Kohlen in deinen Schuh. Hättest sie einfach mal ein bisschen abhängen können. Stirb schneller! Sorry, wenn das ein bisschen toxisch war. Aber es war echt eine verwirrende Runde. Oder? Wirklich eine verwirrende Runde. Naja, ich war der Weihnachtsmann. Und ich habe den Survivern ein paar Punkte gebracht als Geschenk und mir selbst ein Doppelpip. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Wir sehen uns dann. Bis bald. GG.